Ordnung halten, aufräumen, aber auch ausmisten kann richtig Spaß machen. Aber oft ist es ja so, dass wir davon eher genervt sind und uns nicht wirklich Zeit dafür nehmen, weil wir denken, ja, das können wir irgendwie später erledigen oder ja, da habe ich jetzt einfach keine Lust zu. In diesem Video möchte ich dir heute drei kleine, ich sag mal, Quick-Tipps mitgeben, die sowohl zum Aufräumen, aber vielleicht auch zu einem richtig witzigen Ausmisten führen können. Und am besten fangen wir auch gleich schon an mit der ersten, ich sag mal, das ist jetzt tatsächlich eine Regel, und zwar ist es das Ohio-Prinzip, also only handle it once. Und das gilt natürlich, ja, das ist so dieses, mach's einfach sofort. Also wenn du irgendwas in die Hand nimmst, wenn du etwas in die Wohnung bringst und du musst es irgendwie ordnen, verräumen oder weglegen, auch deine Einkäufe, wenn es jetzt keine verderblichen Dinge sind. Wir sind alle mal müde, ich habe auch nicht immer Lust dazu, aber ich denke mir immer, ich mache es jetzt gleich, dann brauche ich später nicht mehr dran denken, dann steht die Wohnung auch nicht voll. Also gerade ja beim Thema Wäsche, da würde ich sehr gerne manchmal liegen lassen und überlege mir auch genau, wann gehe ich denn jetzt runter. Bei mir ist die Waschmaschine unten im Waschkeller und den muss ich dann immer holen, die Wäsche. Aber ja, ich sage mir dann, wenn ich sie jetzt hole, dann verräume ich sie jetzt auch gleich, dann ist es auch schon geschehen. Und dasselbe gilt für Einkäufe. Also klar, manchmal ist man total geschafft. Vielleicht warst du in der Arbeit und hast dir gedacht, okay, ich muss jetzt kurz noch in die Drogerie, weil ich Dinge brauche. Und wenn du nach Hause kommst, bist du vielleicht total geschafft und möchtest eigentlich erstmal die Beine hochlegen und dich vielleicht hinsetzen und einen schönen Tee oder irgendwas trinken oder sogar was essen. Aber mach's einfach gleich. Also merkst dir, only handle it once, wenn du es einmal in der Hand hattest, dann versuch's sofort wegzuräumen, und das ist auf jeden Fall eine Sache. Wenn du die einmal verinnerlichst, dann hilft die auf jeden Fall immens. Was auf jeden Fall auch hilft, um, ja, ich sag mal, gut in den Tag zu starten und nicht über irgendwelche Dinge zu stolpern schon in der Früh, ist abends alles wegzuräumen. Also wenn du natürlich die vorherige Idee, die vorherige Regel anwendest, only handle it once, dann kann es sein, dass es schon relativ ja, ordentlich und aufgeräumt bei dir ausschaut. Aber ich sag mal, über den Tag hinweg verteilen sich ja doch manchmal Dinge. Vielleicht warst du im Sport irgendwo oder ja, hast vielleicht auch Kinder, die dann natürlich sehr gerne auch ihre Dinge in der Wohnung so verstreuen. Und da ist es immer ganz wichtig, am besten bei Kindern vielleicht zusammen, wenn sie sich darauf einlassen, aber schon ja, am Abend alles wegzuräumen auf den Platz. Dann kann man auch beruhigt schlafen gehen. Dann weiß man auch irgendwie innerlich so, Mensch, am nächsten Morgen ist es nicht so, dass ich aus dem Bett irgendwie aussteige und ich rutsche schon aus oder ich falle auf dem Weg ins Bad hin, weil ich über die Wäsche, die ich gestern nicht verräumt habe, drüber falle. Also das sind alles Sachen, die bewirken irgendwie Stress, die ja beunruhigen, und ich mache es immer auch gerne so, wenn ich früh morgens mal einen Termin habe. Also ich weiß nicht, wie du arbeitest, aber wenn du jetzt jeden Tag zur Arbeit gehst, dann, ich habe das früher auch schon gemacht, also zufällig, weil ich keine Lust hatte, auch früher aufzustehen als Kind auf dem Weg in die Schule. Ich habe mir immer am Abend vorher meine Klamotten rausgelegt. Ich wusste, was ich da anziehen möchte. Ich wusste, wie das Wetter wird und was ich an dem Tag so vorhabe. Und das ist auf jeden Fall auch eine Sache. Also am Abend erstmal alles wegräumen. Hier einen schönen Freiraum schaffen, dann ist schon mal der Geist frei, dann ist der Kopf schon mal frei. Und wenn du dir dann in der Früh gleich deine Sachen anziehst, die du dir so zurechtgelegt hast, das Outfit, also selbst wenn du eine Capsule Wardrobe hast, du musst dann weniger überlegen, du hast weniger Entscheidungen und du kannst auch gleich super in den Tag starten.
jetzt kommt eine Idee. Also das ist eher so eine, ich sag mal, du kannst es auch zum Aufräumen nehmen, du kannst es aber auch zum Ausmisten nehmen, diese Idee. Also jetzt bleiben wir mal vielleicht beim Aufräumen, aber wie gesagt, das geht auch andersrum. Sagen wir mal, du möchtest ja alle Dinge, die hier so, die so rumstehen vielleicht, es können ja auch manchmal kleine Zettel sein oder irgendwelche Dinge, die man vielleicht ausgepackt hat, wo man die Verpackung noch nicht weggeräumt hat. Und da schnappst du dir einfach eine große Tüte oder eine große Kiste, eine Box und wirfst erstmal alles dort rein. Also ich meine jetzt wirklich werfen, mach dir dazu vielleicht schöne Musik an. Also es ist ja genauso wie bei den 10 Minuten Minimalismus, wenn du das Video noch nicht kennst. Ich werde es dir unten verlinken und schaust dir dann auf jeden Fall an. 10 Minuten Minimalismus, auch eine Sache, die ich sehr empfehlen kann. Aber genau wie dort, mach dir schöne Musik an, die dir gefällt, die dich fröhlich macht und geh einmal durch die komplette Wohnung. Und in der Mitte stellst du eben diesen imaginären, ich sage jetzt mal Basketballkorb auf oder ein Tor, je nachdem, welche Sportart du bevorzugst. Und dann tust du alle Dinge, die du so findest, also egal was, natürlich jetzt keine Essensreste, wenn das so sein sollte, aber alles, was jetzt nicht wirklich schmutzig ist, Kleidung, Schnipselpapier, Kartons, irgendwelche Bücher, die vielleicht sogar rumliegen und gibst sie in diesen Karton oder spielst sogar Basketball oder Fußball und schmeißt oder, ja gut, kicken ist vielleicht nicht so eine gute Idee, aber schmeißt die einfach dort rein und ich glaube, das kann eine super witzige Methode sein. Natürlich danach alles aussortieren, ob das dir gefällt, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, das wäre jetzt vielleicht auch was man sehr gut auch mit dem Partner oder mit Kindern machen kann. Also ich kann es mir sehr gut vorstellen. Ich habe es mal probiert, ich habe es alleine gemacht und es ist auf jeden Fall witzig und hilft, das ganze Thema Ordnung, Aufräumen und Ausmisten ein bisschen lockerer zu machen und da die Ernsthaftigkeit und diese, ja, ich habe keine Lust und das ist so anstrengend, das ein bisschen da rauszunehmen. Also ich hoffe, diese drei kleinen Ideen, drei kleinen Tipps haben dir gefallen. Schreib mir gerne in die Kommentare, gleich hier unten jetzt rein. Schreib mir gerne, ja, hast du eine dieser Dinge jetzt ausprobiert? Machst du vielleicht schon die Dinge, die ich hier erklärt habe? Also würde mich sehr interessieren und ich würde mich auch wirklich super, super freuen, wenn du auch das nächste Mal wieder dabei bist. Ciao, ciao.